während dem Test Bluthochdruck von der Stiftung Warentest und ich bin angekommen im dunkelgrünen Kapitel das richtige Medikament finden auf Seite 39. Das Kapitel geht bis Seite 63. Das richtige Medikament finden. Jeder Organismus ist anders und jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse. Gut, dass es so viele und meist gut untersuchte Medikamente gegen Bluthochdruck gibt. Es erfordert allerdings oft Geduld, bis das passende Mittel oder die richtige Kombination gefunden ist und bis die Dosis stimmt. Zur Senkung hoher Blutdruckwerte sind zahlreiche unterschiedliche Wirkstoffe auf dem Markt. Ähnlich hoch ist die Zahl der Kombinationspräparate, in denen zwei oder mehr blutdrucksenkende Wirkstoffe, Fachausdruck Antihypertensiva, enthalten sind. Für all diese Medikamente ist gesichert, dass sie erhöhte Blutdruckwerte senken. Aber es ist nicht für alle gleichermaßen nachgewiesen, dass sie auch vor den Folgekrankheiten des hohen Blutdrucks, siehe Seite 43, schützen. Außerdem passt nicht jedes Medikament für jeden Patienten oder jede Patientin. Auf Alter, chronische Krankheiten oder Schwangerschaft ist Rücksicht zu nehmen. Zusätzlich ist zu beachten, dass sich nicht alle Arzneimittel nach Belieben miteinander kombinieren lassen. In diesem Kapitel können Sie nachlesen, wie Sie zusammen mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin das für Sie am besten geeignete Medikament oder die wirksamste Kombination herausfinden. So, Blutdruckmedikamente, ein Überblick. Blutdruckmedikamente, ein Überblick. Die Auswahl ist groß. Die Medikamente setzen an unterschiedlichen Stellen im Körper an. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Die Medikamente greifen an den Organen an, die für die Regulation des Blutdrucks verantwortlich sind: Niere, Herz, Blutgefäße oder Gehirn. Egal über welchen Mechanismus sie wirken, die meisten Mittel haben letztlich den Effekt, dass sich die Blutgefäße erweitern. Dadurch sinkt der Widerstand gegen das Herz, das Blut in die Adern pumpen muss, und der Blutdruck sinkt. Die Basismedikamente für den Bluthochdruck stehen in erster Linie für Substanzklassen zur Verfügung, die sich in vielen großen Studien als wirksam und verträglich bewährt haben. Das sind die sogenannten Basismedikamente. Diuretika, diese entwässernden Medikamente regen die Nieren an, vermehrt Salz auszuscheiden. Das Salz entzieht dem Körper Wasser. Dadurch wird das Herz entlastet und in der Folge entspannen sich die Blutgefäße. Man unterscheidet kaliumsparende Diuretika, Schleifendiuretika und Thiazide bzw. thiazidartige Diuretika.
Beta-Blocker. Die Herzschoner sorgen unter anderem dafür, dass die Herzfrequenz sinkt. Dafür setzen sie am sympathischen Nervensystem an, dem leistungsorientierten Teil des vegetativen Nervensystems. Beta-Blocker. Die Herzschoner sorgen unter anderem dafür, dass die Herzfrequenz sinkt. Dafür setzen sie am sympathischen Nervensystem an, dem leistungsorientierten Teil des vegetativen Nervensystems. Siehe Seite 120. Calcium-Antagonisten. Sie hemmen den Einstrom von Kalium in die Muskelzelle der Gefäße. Dadurch erweitern sie sich. ACE-Hemmer. Sie hemmen das Enzym ACE, Abkürzung für Angiotensin-Converting Enzym, das das Hormon Angiotensin 1 zum stark blutdrucksteigernden Angiotensin 2 umwandelt. Sartane, ähnlich wie ACE-Hemmer, verhindern sie, dass Angiotensin 2 seine Wirkung entfalten kann. Sie besetzen dafür Andockstellen für dieses blutdrucksteigernde Hormon. So, die Reservemittel. Daneben gibt es Mittel, die für die die Studienlage nicht so gut aussieht. Sie haben sich aber meistens in Kombination mit anderen Mitteln für bestimmte Fälle durchaus bewährt. Alpha-1-Rezeptorenblocker. Sie besetzen spezielle Bindungsstellen an den Gefäßen, sodass bestimmte Stresshormone dort nicht andocken können, die den Blutdruck steigen lassen. Alpha-2-Agonisten. Sie wirken an den Stellen im Gehirn, wo Alpha-2-Rezeptoren vorhanden sind. Damit hemmen sie die Funktion des sympathischen Nervensystems, das über bestimmte Hormone den Blutdruck steigen lässt. Daher auch der Zweitname Antisympathonika. Gefäßerweiternde Mittel. Diese Substanzen entspannen die glatte Muskulatur der Arterienwand kleiner Blutgefäße in Armen und Beinen. Dadurch erweitern sich diese. Renin-Inhibitoren, sie hemmen das Hormon Renin. Renin stößt eine Hormonkaskade an, aus dem das blutdrucksteigernde Hormon Angiotensin 2 entsteht. So. Jetzt gibt es hier einen Informationskasten. Um eine Zulassung beantragen zu können, müssen die Hersteller ein Präparat über mehrere Jahre geprüft haben. Erst nach Labor- und Tierversuchen wird an Menschen getestet und das in drei Phasen. An gesunden Freiwilligen, an einer kleinen Gruppe von Patienten mit der Krankheit und in einer dritten Phase, wenn sich erhoffte Wirkungen und Verträglichkeit bestätigt haben, an einer größeren Gruppe von Patienten, auch um die Dosierung zu überprüfen. Solche Studien erfolgen meist im Vergleich zu einem Scheinmedikament selten zu gängigen Wirkstoffen.
Und jetzt weiter im Text, es geht um die Medikamente. All diese Mittel sind für die Anwendung bei erhöhtem Blutdruck zugelassen. Für sie ist gleichermaßen nachgewiesen, dass sie den Blutdruck senken. Warum wird dann zwischen Basis- und Reservemedikamenten unterschieden? Warum bewertet die Stiftung Warentest manche Mittel als geeignet, manche als nur mit Einschränkungen geeignet oder wenig geeignet? Dies liegt daran, dass die unabhängigen Experten der Stiftung Warentest den Nutzen der Mittel strenger und über einen längeren Zeitraum hinweg prüfen als die Zulassungsbehörden. Sie hinterfragen zum Beispiel, inwiefern die Mittel die Lebensqualität verbessern, wenig Nebenwirkungen haben und die Belastung durch die Krankheit und die Häufigkeit von Todesfällen senken. So, nächster Abschnitt auf Seite 42. Der langfristige Nutzen entscheidet. Das ist ein relativ langer Abschnitt. Der langfristige Nutzen entscheidet. Ein gutes Medikament senkt nicht nur den Blutdruck. Es muss auch beweisen, dass es die schwerwiegenden Folgen des Bluthochdrucks verhindern kann und auf Dauer verträglich ist. Jedes Medikament, das neu auf den Markt kommt, muss von der Zulassungsbehörde geprüft werden. Dafür reichen die Pharmafirmen, die das Präparat über mehrere Jahre und in verschiedenen Phasen, siehe Infokasten auf Seite 41, das ist das, was ich schon vorgelesen habe, untersucht haben. Ich lese nochmal den ganzen Satz vor. Dafür reichen die Pharmafirmen, die das Präparat über mehrere Jahre und in verschiedenen Phasen untersucht haben, ihre Unterlagen bei der zuständigen Behörde ein. Das ist vor allem die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, seltener das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM, in Deutschland. Kommen die Experten zu dem Schluss, dass in den klinischen Studien sowohl Wirksamkeit als auch Verträglichkeit ausreichend nachgewiesen sind, geben sie für das Präparat grünes Licht. Begrenztes Wissen bei der Zulassung. In den Zulassungsstudien werden insgesamt nur wenige 100 bis 1000 Patienten untersucht. Das ist für statistische Schlussfolgerungen relativ mager. Die Teilnehmenden werden zudem sorgfältig ausgewählt. Kinder, Frauen, ältere Menschen bleiben auch aus Sicherheits- und Praktikabilitätsgründen außen vor und sind nur in geringer Anzahl vertreten. Außerdem dauern die Studien oft nur wenige Monate. So lässt sich nicht herausfinden, ob bei längeren Anwendungen Probleme entstehen und ob mit dem Medikament Folgeerkrankungen seltener auftreten und das Sterberisiko gesenkt werden kann. Erst nach der Zulassung bewährt sich ein Medikament in der breiten Anwendung. Um Langzeitnutzen und Risiken beurteilen zu können, begutachten die unabhängigen Experten der Stiftung Warentest nach festen Kriterien ausgewählte, qualitativ hochwertige Studien, vor allem solche, die nicht vom Hersteller stammen. Sie prüfen dabei nicht nur, ob das Mittel beispielsweise die Blutdruck- und Blutfettwerte zuverlässig senkt. Das ist für den Patienten zwar auch von Bedeutung, entscheidender für sein Leben ist aber, ob in 10 oder 20 Jahren ein Herzinfarkt oder eine... So. Sie
prüfen nicht nur, ob das Mittel beispielsweise die Blutdruck- oder Blutfettwerte zuverlässig senkt. Das ist für den Patienten zwar auch von Bedeutung, entscheidender für sein Leben ist aber, ob in 10 oder 20 Jahren, ob er in 10 oder 20 Jahren einen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder eine Folgeerkrankung erleiden wird. Dass medizinische Werte allein wenig aussagen, das haben die Wissenschaftler vor allem aus einer Studie gelernt, die Ende der 80er Jahre Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen testete. Alle geprüften Mittel normalisierten zwar erfolgreich den Herzrhythmus, wie sich im Elektrokardiogramm zeigte. Doch in der Gruppe der Studienteilnehmer, die eines der drei Mittel einnahmen, starben doppelt so viele an einem plötzlichen Herztod als bei denjenigen, die nur ein Scheinmedikament bekommen haben. Scheinmedikament heißt auch Placebo. Ich tue mich schwer mit dem Text. Ich glaube, das kann man schöner formulieren. Das EKG-Bild allein hat also nicht ausgereicht, um den Nutzen für den Patienten zu belegen. Neben dem realen Nutzen interessieren Sie als Patient genauso die realen Risiken. Wie sehr fühle ich mich durch mögliche Nebenwirkungen in meiner Lebensqualität beeinträchtigt? Auf der Grundlage qualitativ hochwertiger Studien wägen die Gutachter der Stiftung Warentest die Risiken gegen den Nutzen der Medikamente sorgfältig ab. Erst wenn der langfristige Nutzen, Folgeerkrankungen werden verhindert und die langfristige Verträglichkeit, auch später auftretende oder seltene schwere Nebenwirkungen werden berücksichtigt. Ich sollte die Klammer nicht mitlesen. Erst wenn der langfristige Nutzen und die langfristige Verträglichkeit nachgewiesen ist, lautet das Urteil der Stiftung Warentest geeignet. So. Langfristiger Nutzen heißt, Folgeerkrankungen werden verhindert. Langfristige Verträglichkeit heißt, auch später auftretende oder seltene schwere Nebenwirkungen werden berücksichtigt. So kann man das vorlesen. So, jetzt gibt es einen abgesetzten Kasten, die größte Herzstudie der Welt. Die größte Herzstudie der Welt. Wie groß eine Studie angelegt und wie lange eine Studie dauern muss, um Zusammenhänge zwischen medizinischen Werten und Lebensstil zu späteren Erkrankungen herstellen zu können, zeigt die Farmingham-Studie. Sie ist die berühmteste und längste Herzstudie der Welt. Sie läuft seit 1948 bis heute. Über 15.000 Frauen und Männer der Kleinstadt Farmingham, 30 Kilometer westlich von Boston, haben sich bisher befragen und untersuchen lassen. Ich fange nochmal von vorne an. Und mit dem Abschnitt höre ich dann auch auf erstmal. Die größte Herzstudie der Welt. Wie groß eine Studie angelegt und wie lange eine Studie dauern muss, um Zusammenhänge zwischen medizinischen Werten und Lebensstil mit späteren Erkrankungen herstellen zu können, zeigt die Farmingham-Studie. Sie ist die berühmteste und längste Herzstudie der Welt. Sie läuft seit 1948 bis heute. Über 15.000 Frauen und Männer der Kleinstadt Farmingham, 30 Kilometer westlich von Boston, haben sich bisher befragen und untersuchen lassen. Erst nach den ersten 10 Jahren, nachdem aus statistischer Sicht genügend Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erlitten haben, konnten die Herzforscher belegen,
Das sind meistens keine unvermeidbaren Schicksalsschläge, die aus heiterem Himmel kommen. Vielmehr sind Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte, fettreiche Ernährung, Rauchen, Bewegungsmangel und Übergewicht dafür mitverantwortlich. Das war 1960 und der Begriff Risikofaktor war geboren. So, damit schließe ich erstmal.